Ab wann lohnt sich eine vermögensverwaltende GmbH? Das kann man so pauschal gar nicht sagen, das könntest du ausrechnen, aber das hängt natürlich vor allem davon ab, was du denkst, wie viel dein Unternehmen in Zukunft verdienen wird. Weil im Endeffekt, wenn du dir Geld aus deiner GmbH ausschüttest, an dich privat, zahlst du ja Kapitalertragssteuer 25%. Wenn du aber eine Holding GmbH hast oder wie es in Deutschland heißt, eine vermögensverwaltende GmbH, dann zahlst du hier zunächst einmal keine Steuern, solange das Geld in dieser Holding GmbH bleibt. Der Nachteil von so einer Holding GmbH ist prinzipiell zunächst erstmal, dass es dich Geld kostet. Also du musst ja Jahresabschlüsse dafür machen. Das sind so zwischen 2.000 und 2.500 Euro pro Jahr. Damit solltest du schon rechnen. Und das heißt, der Vorteil muss dir mal mindestens diese 2.500 Euro pro Jahr bringen. Am Anfang kann es natürlich sein, dass es noch nicht der Fall ist, weil dein Unternehmen noch nicht viel Gewinn realisiert, den du dir ausschütten kannst. Aber du musst auf jeden Fall die Perspektive haben, in Zukunft irgendwann viel Geld damit zu verdienen, so dass die vermögensverwaltende GmbH sich lohnt.